Es war einmal eine Kaserne, tief im kalten, grauen Hunsrück. Da hörten alle Rekruten auf einen tollen Ausbilder. Sie achteten ihn, sie gehorchten ihm und sie liebten ihn sogar ein bisschen. Alle Rekruten? Nein, nicht alle. Ein Rekrut weigert sich bis heute und leistet seinem Ausbilder unerbittlichen Widerstand. In 30 Sekunden Spindkontrolle. Zack, zack. Melde Spitzenordner und Bereiterausbilder. Kanopke, ich hoffe, du hast diesmal ein anständiges Spindluder. Das letzte war ja unter aller Kanone. Kanopke, das geht ja gar nicht. Mein Gott, Kanopke, die Mädels haben ja fast nichts an. Hier, zieht euch das über. Oh Gott. Entschuldigung, aber hast du vielleicht ein bisschen Massageöl? Es ist so eng hier drin. Hier ist Waffenöl. Ja. Kein Tropfen daneben geht. Das Öl ist älter als ihr zwei zusammen. Kanopke, du Ferkel. Und mach dich gefälligst kleiner! So, Kanopke, deine Mutter hat bald Geburtstag. Und die beschenken wir natürlich. Und ein guter Soldat, der kauft keine Geschenke, der bastelt. Und was basteln wir für deine Mutter? Weiß nicht. Ein Mobile! Und was braucht man für ein Mobile? Oh, Strohblumen, Holzstöckchen, Schleifchen, Krepppapier. Pappelapapp! Wir basteln ein Männermobile. Dafür brauchen wir ein Wagenkreuz, ein paar Handgranaten und noch etwas Patronenhülsen. Und als Gegengewicht eine kleine Überraschung. Ich hoffe, der General ist gut zu Fuß. Jetzt zeige ich dir, wie wir ein Männermobile basteln. Ausbilder? Ja. Sie haben das Mobile scharf gemacht. Dankeschön. Nein, nein, ich meine die Bombe scharf. Scharf? Scharf? Mein Gott, du Idiot, warum sagst du da nichts? Um Gottes Willen, Kanopke, du musst das Ding entschärfen. Aber wie soll ich denn da warst du mal Sänger bei der Neuen Deutschen Welle? Mein Gott, ein Stotterer beim Entschärfen von der Bombe, das ist so sinnvoll wie ein Einbeiniger bei einer Arschtrittparty. Ja, welche soll ich denn durchstehen? Das Rote oder das Blaue? Nerv mich nicht mit deinen bunten Details. Ich hab ne Sonnenbrille auf. Für mich sind die beide braun. Schreit halt beide durch. Okay. Ausbilder, sind Sie in Ordnung? Kratzer, einmal feucht durchwischen und Schwamm drüber. 5 Minuten antreten. Zack, zack. Morgen, Luschen! Morgen, Chef! Und jetzt Arschtrittparty. Schnauze! Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann luschen Sie noch heute.